Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Nein, nicht Erkundungsteam, warum will ich immer Erkundungsteam sagen? Mann, Portal in die Unendlichkeit. Wir müssen für Strepoli stabilen Efeu, besorgen. Und dafür müssen wir erstmal ein Job-Memo öffnen, und zwar dieses stabile Efeu. Vielleicht muss ich auch einfach nur anders in den Dungeon gehen und dann gleichzeitig mehrere Aufträge erledigen. Geht das vielleicht? Ich weiß es nicht. Das wäre eine Idee. Mal auszuprobieren irgendwie. Oh Gott, ist mein Sound laut, ey. So. Dürfte jetzt gehen. Drachenwut ist schon Level 1 oder wie ist das? Oder Level 2? Guck mal, Kratzer ist schon Level 2 schätzungsweise, oder? Ups, ich wollte nicht so. Ups. Ups. Und Daddy Level 13. Oh, neue Attacke. Nee, lass mal. Das braucht man jetzt nicht unbedingt. Ja. Es geht. Oh. Geh schneller vorbei. Du Leiste. Aua. Kratzer. Wir gucken mal, wir Kratzer jetzt auf Level 3 oder so kriegen. Ich werde es jetzt einfach mal durchgehend einsetzen erstmal. Oder sehr, sehr viel einsetzen, sagen wir so. Und zu gucken, okay, wie schnell levelt es dann jetzt? Und ist es dann, wenn die Leiste rot voll ist, ist es dann ein Level up oder ist es dann Level 3? Hallo? Einfach nichts treffen, ey, alles klar. Da ist noch ein... Oh Gott. Das Pokémon war... Hallo? So. Aber dem... Stimmt. Da ging ja alles gefühlt daneben. What the fuck? Warum geht denn alles daneben? Gewissheit? Ja, okay. Ich mach nochmal Drachenwut. Das hat übel viel Erfahrungspunkte gegeben. What the fuck? Doppelhieb? Drachenattacke? Stärke relativ wenig. Fügt zweimal. Okay. Ja. Machen wir mal anstatt Silberblick, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie stark Doppelhieb ist. Aua. Aber klingt interessant. Ich kenne die Attacke tatsächlich nicht. Liegt halt daran, dass ich Schwarz und Weiß und so wahrscheinlich alle nicht wirklich gespielt habe. Und ich schätze mal, das kommt von Schwarz und Weiß. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, wir müssen Drachenwut machen, um da anzugreifen. Und warten wir. Das macht Teddy und Imoiga mit Ruckzuckhieb. Ich wollte... Wollte ich gar nicht. Ich wollte Kratzer trainieren. Warum? Was ist denn mit diesem Dungeon los? Dass so viele Attacken in diesem Dungeon daneben gehen. Also, das ist echt weird. Weil gefühlt ständig was daneben geht. Okay. Also, wirklich jetzt ständig. Okay, hier ist nichts mehr. Da oben kommen wir nur dahin zurück. Okay. Ist hier oben ein... Ja, hier ist ein Raum. Hier ist aber tatsächlich nichts. Wow. Okay. Hier ist die Treppe. Sehr nice. Auf welcher Ebene? Es wird mir angezeigt, ne? Es wird mir angezeigt, okay. Ja, die Pokémon besiegen wir noch, würde ich sagen, bevor wir weitergehen. Okay, Elektroattacken fügen nicht zu, keinen Schaden hinzu wegen Starthilfe. Elisebra möchte. Ja. Ich dachte immer, das heißt Elisebra. Nicht Elisebra. Hm. Interessant. Oh Gott, Teddy, ich glaube, du bist gleich im Arsch. Okay, du hast es noch besiegt. Gut, dann schicken wir Elisebra noch schnell wieder zurück. Ins Paradies. Und... Ach, den Defense-Schal habe ich ja noch, ne? Stimmt. Den gebe ich mal mit mir. Einfach mal geben. Obwohl der, glaube ich, für Teddy besser ist, weil, wie ich gerade sehe... Nee, okay. Ich dachte, er hat 55 KP und nicht 65.
Er hat da weniger KP, das heißt, er hält auch theoretisch weniger aus. Und dann hätte man ihm das geben können. Okay, jetzt. Ah, okay. Die Leiste muss also einmal komplett voll werden. Das ist gut zu wissen. Okay, einmal die rote sogar die rote Leiste komplett voll machen. Oh, ich wollte nicht da die angreifen. Hallo, kann ich jetzt mal... Hallo? Ah, okay. Bin nicht mehr verdingst. Ich mach mal hier doppelt. Oh, nicht dein Ernst jetzt. Oh, ich hasse es, ne? Das Kratzer eben aber auch daneben gehen musste, ne? Ich glaube, das ist irgendwie... ein Fluch in diesem Dungeon oder so. Alter, das kann langsam nicht mehr wahr sein. Hallo? Leider bereits am Brand, okay. Konfusion wieder normal. Alter. Lichtel möchte ins Team aufgenommen werden. Ja, meinetwegen. Ach, du meine Güte. Eieieiei. Oder hatten wir schon Lichtel? Weiß es gar nicht. Geistfeuer, ey. Ist schon ein cooler Typ, ne? Geistfeuer ist eine coole Typenkombination, finde ich. Meine Güte, ey. Dass in diesem Dungeon so viel daneben geht. Also, kommt mir das nur so vor, oder? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, hier geht gefühlt jede Attacke daneben. Aber okay, gut. Wir haben gesehen, okay, die rote Leiste muss voll werden. Beziehungsweise einmal blau, dann grün und dann rot. Die Leiste von den Attacken. Und dann entwickelt sich die Attacke zum zweiten Level weiter, so gesehen. Okay. Okay, wie es aussieht, ist gerade zweimal der erste Angriff von Doppelhieb daneben gegangen. Oh. Oh, nice. Nice, Emolga. Hast du gut gemacht. Doppelhieb. Schon wieder? Die erste? Danke. Okay. Ich glaube, das ist wirklich hier so ein Dungeon-Fluch oder so. Emolga tritt doch. Mann, Emolga tritt doch jetzt mal auf dieses. Danke. Klaut Teddy ihr den Platz, ey. Geht auf das Feld, wo das gar nicht braucht. Haben wir hier irgendwie die Treppe? Ich würde ganz gerne mal die Treppe finden, weil mich dieses Brennen langsam echt ein bisschen nervt. Es tut langsam echt weh. Die ganze Zeit Feuer um sich zu haben, ist echt nicht so schön. Schöner Angriff. Teddy, schöner Angriff. Oh. Geh mir doch nicht auf den Sack damit, ey. Oh, ich hasse Konfusion, ne? So. Dann kann Teddy das jetzt erledigen. Oh, meine Güte, ey. Ist halt echt. Okay, da komme ich da wieder zurück. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein Raum sein könnte, hier vorne. Oh, eine hübsche Box. Okay, die können wir jetzt bei Ramaidon oder so. Ist er Ramaidon? Nee, nicht Ramaidon. Auf jeden Fall bei einem Pokémon. jetzt... tauschen. Oder aufmachen lassen. Für 150 Poké war das, glaube ich, ne? Glaube schon. Oh, die ist Verbrennung. Danke. Oh, nein. Moment. Das kann ich gleich gerne noch besiegen. So, Doppelhieb. Oh. Ja. Oh, Verbrennung ist weg. Ah, okay, Ebene erreicht. Hier müssen wir das ein Pokémon finden, was mit W anfängt. Wir haben gleich unsere Teamattacke wieder ready. Cool. Ach, gut, ist weg. Oh. Ich hatte wieder Angst um Konfusion irgendwie. Dass wieder Konfusion kommt. Komm, wir machen Doppelhieb jetzt mal so lange, bis es keine AP mehr hat. Haben wir es auch ganz gut gelevelt schon, ne? Ja, doch.
Eine Leiste ist schon voll. So, hier ist so eine Sinelbeere. Ach, das ist das Pokémon. Da bist du riesig, Aschaquil. Alter, ist das riesig. What the fuck? danke für die Rettung. Henning. Ja, wir wurden auch verlassen. Der Dungeon wurde verlassen. Den Job mit Bravour erledigt. Yeah. Herr Leifahrer, Hilfe. Hier ist der Lumpf eure Mühen. Zweiter Poke. Zwei Einheiten stabiler Efeu. Baumaterial wurde an die Lagertruhe geschickt. Okay. Eins Einheit stabiler Efeu. Eins Stück des Items Trainingssamen. Okay. Ist das sowas wie der Levelsamen von damals noch? Guck ich mal gleich nach. Hey, guten Morgen, Doki. Wirklich toll, dass wir gestern einen stabilen Efeu bekommen haben, was? Damit kann Streboli jetzt üben. Suchen wir Streboli also schnell auf und bringen ihn in den stabilen Efeu. Machen wir. Das doch! Genau, stabiler Efeu. Und damit kannst du jetzt üben, dein Gespür fürs Bauen wieder erlangen. Fürs Bauen wieder erlangen, oder? Okay. Teddy hat Streboli in den stabilen Efeu überreicht. Hier. Ihr zwei! Also jetzt seid wirklich. Besten Dank! Damit bekomme ich auf jeden Fall wieder ein Gefühl fürs Bauen. Ihr werdet mal sehen, was für ein Baumeister noch in mir steckt. Habt ein wenig Geduld. Klar, wir freuen uns schon. Viel Glück, Streboli. Hey. So, was ist jetzt irgendwie... Haben wir jetzt noch eine Quest oder so? Ich gehe gleich nochmal in Schatzstadt. Aber erstmal... Items. Kurz ablegen. Was bräuchten wir denn? Wir brauchen nicht so viel Sinelbeeren und ich nehme auch immer nur eine Pirsifbeere mit. Der Trainingssamen. Attacken steigen für eine Weile schneller auf. Ah, okay. Den lagere ich erstmal. Zwei Top-Elixier lassen wir auch mal. Erhöht Angriff und Spezialangriff aller Verbündeten. Das ist auch ganz nett eigentlich. Allkraft-Orb. Aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber die Box lasse ich mal da. Achso, was haben wir denn noch so? Items. Mitnehmen. Hatten wir nicht noch mehr stabilen Efeu? Nee, das haben wir jetzt alles abgegeben. Okay. Das ist gut zu wissen. Wir haben auch recht viele Top-Elixiere, muss ich sagen. Das ist ja schön. Sehr, sehr schön. Geld wollte ich noch mitnehmen, genau. Geld. Nicht ablegen, mitnehmen. So, 1900 haben wir jetzt. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Ich weiß, dass du das machst. Das musst du mir nicht jedes Mal sagen. Was hast du denn so, Morlord, heute im Angebot? Ein Belebersamen wäre halt echt nice, ne? Theoretisch. Aber wir gucken mal, was es noch sonst drüben so gibt beim Kekleon-Laden. Aber Belebersamen ist natürlich immer gut zu haben eigentlich. Haben wir Post? Nee, ne? So. Okay. gehen wir kurz raus, genau. So, haben wir hier denn irgendwie irgendwas schon? Nee, ne? Hier ist keiner, okay. Vielleicht müssen wir jetzt auch einfach gleich einen Job machen oder so. Das kann ja natürlich sein. Oh, du siehst interessant aus. Aber erstmal öffnen wir eine Box. Für eine Boxknacker, ja. Ja. Hübsche Box. Boah, wer hätte gedacht, dass in der Schachsbox das Item Versammlungs-Cape steckt. Okay. Items? Versammlungscape? Teleportiert zu Verbündeten. Trägt ihn ein Gegner, wird dieser zum Spieler teleportiert. Ah, das ist cool. Na, ich muss bald mal entscheiden, was soll ich ihr bloß schenken? Oh. Hallo, Doki. Viel Erfolg bei deinen Jobs heute. Ja, danke. Okay. Ja, habt ihr schon mal den Aushang gesehen, der sich wie eine Herausforderung liest? So im Stile von, na wartet, mit aggressivem Unterton? So Jobs, wo man jemanden bezwingen muss. Also, das ist aber gar nicht mein Ding. aber ich sag das wirklich nicht, weil ich Angst habe, versteht ihr? Ihr glaubt mir doch, oder? Natürlich. Hallo. Ja, für mich gibt es keine schönere Zeit vertreiben, als mit meinem Enkel zu spielen. Dein Lächeln wirkt auf mich wie ein wahrer Jungfrau. Okay. Ich begleite heute meinen Großvater beim Einkaufen. Mit ihm mit den Bällen am Ende noch, ey. Mensch. Kaufen. Was gibt's denn hier so? Was hast du denn so? Okay.
noch ein Versammlungscape. Die sind halt echt praktisch eigentlich, ne? Ich weiß nicht, inwiefern es hier wieder diese Geheimfelder gibt. So wie 1 und 2 Pokémon Mystery Dungeon. So dieses Warpfeld oder dieses Fleckmon-Feld gab es, glaube ich, wo dann Items verkleben und sowas. Ja. Deswegen ist so ein Warpfeld oder wenn Pokémon irgendwie eine Attacke einsetzt oder so, was das Pokémon wegwarpt, ganz nice. So ein Versammlungscape. Ist eigentlich echt nice. Ich glaube, wir lassen das mal jetzt so. Brauchen jetzt momentan nichts. Das Versammlungscape könnten wir jetzt eigentlich einfach mal Teddy geben. Wir haben eh noch nichts anderes dabei. Das passt doch ganz gut. So, hier oben ist niemand. Okay. Ich schätze, wir müssen einfach nur wieder einen Job machen gleich. Könnte ich mir vorstellen. So, hier ist nichts. Oh, was bist du denn? Was für ein zauberhafter Felsbrocken. Das ist wirklich ein feiner Felsbrocken. Okay. Gut zu wissen. So, hier ist die Ente. Wo sind die beiden Praktibike? Hallo. Oh, ich versuche mich jetzt ein paar Tage in eine besondere harte Dungeon. Noch konnte ich ihn nicht absolvieren. Aber ich gebe nicht so schnell auf. Stärke. Jetzt nach jeder Mahlzeit und versuche es gleich nochmal. Okay. Auf dich esse, es schmeckt immer wieder gut. Immer wenn ich esse, bin ich glücklich. Oh, das Essen hier schmeckt wirklich gut. So gut, dass man selbst den bitteren Nachgeschmack von Viridiums Abwurf vergisst. Oh, Viridium Abwurf. Ach ja. Okay. Guten Tag, genießt euren Aufenthalt hier. Jeder muss mal eine Pause machen. Also verschnauft ruhig ein bisschen. Okay. Was geht hier oben ab? Oh, was bist du denn? Unratytox. Okay. Ich denke, ich bleibe für eine Weile hier, aber ich kann mich einfach nicht hier richtig entspannen. Alles ist so blitzblank. Mach es dreckig. Okay, ich glaube, wir müssen einfach echt einen Job machen. Wir haben noch ein paar eigentlich, ne? Das heißt, eigentlich könnten wir nochmal in die Hainhöhle gehen und ein Zinkband oder ein Defense-Schal holen. Ich glaube, es ist Zinkband. Nein, ups. Achso, oh. Kann sogar filtern. Lul. Was sagt Trebo jetzt eigentlich? Oh, vielen Dank, ich werde jetzt alle daran setzen, wieder so gute Bauweise zu werden, wie in ganz Glanzzeiten. Okay. Werden schon sehen. Okay. Oh, was ist hier? Nichts. Gut, dann machen wir jetzt einfach einen Job. Würde ich sagen. Den Zinkband-Job. Das ist... Okay.